Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part mit Let's Play Xenoblade Chronicles. Wir sind jetzt hier in dieser Teerfahrhöhle, glaube ich, ja genau. Und, scheiße, die Viecher greifen uns an. Was können wir tun? Angreifen ist auch schwer. Eure Leute, das war ein bisschen zu laut. So, jetzt müssen wir besser. Scheiß Programm nervt hier. So, scheiß Programm, ey. So, ja, obwohl ich das ausgeschaltet habe. Hey, geil, wir haben sie gekillt! An on! Okay. Leute, wir haben sie gekillt, das hätte ich echt nicht gedacht. What the fuck, wie geil ist das? Gut, da können wir noch unten anders. Nee, da kommen wir gleich zwei. What the fuck, wieso kommt die? Haben wir gedacht, ich will nur eins? Nee, da kommen die zwei. Get down, Alter! Gib den vier Smasher, damit er umgeht. Oh, geile Special-Attacke. Ey, das ist ja voll geil, das Ding. Schatztruhe. Und da haben wir einmal ein Haarsohr-Wurmholz, ein kleinen Haarsohr-Kristall und einen Leuchthandschuh. Natürlich nehmen wir das alles mit. Leute, wir sind stärker geworden. Das zeigt unsere Erfahrung auch oben an. So, jetzt sind wir hier oben erstmal. Haben wir erstmal ein neues Ding. Warte mal, ich gehe nochmal kurz runter. Komm mal mit, Leute, so. Denn hier haben wir nämlich noch nicht alles. Hier hinten, genau, sind noch die zwei. Und alle, die jetzt denken, spielt Tobi das jetzt hundertprozentig durch. Ich spiele so hundertprozentig durch, also in meinem Sinne. Das heißt, ich versuche alles so wirklich wie, so gut wie möglich zu finden. Wenn ihr noch irgendwas benötigt, würde ich dann vielleicht nochmal so ein extra Video drehen. Das also ist so ein extra. Ja, Xenoblade Chronicles Part und was ist hier? Ah ja, waren wir schon letzten Part. Aber wir waren auch schon hier durch die Tür gegangen. Genau, und dann könnt ihr entscheiden. Ja. Heute ist irgendwie nicht mein Tag wieder. Hier geht's noch nicht rein. Noch verboten. Hier war aber jetzt ein ganz starkes Vieh auf uns. Okay, aber sind diese kleinen Viecher, ja? Das ist auch schon die Attacke, die ich gerade eingesetzt habe hier. Bam, Alter. Scheiße, wir sterben. Also sind das viele, viele. Scheiße, das große Viech kommt. Wie sollen wir das jetzt schaffen? Bin ich gleich alleine oder was? What the fuck? Wiederbeleben. Ja, wir haben ihn wiederbelebt. Aber wir sind doch alle tot. Scheiße. Alter, die Schatzungen bleiben. Naja, machen wir das kurz nochmal und dann ist das Vieh auch down. Also wenigstens haben wir erstmal diese kleinen Viecher gekillt. Ich glaube, es ist das alles respawned. Ja. War klar, aber gut, so kriegen wir immer Level höher. Vielleicht kann ich mich daran stören. Spiel ist auch. Ha, geil, die Attacke, die ist so genial. Toll mit dem Vieh. Ja, so, ein nasses Haar. Okay, so kommen wir jetzt hoch, Leute. Den anderen haben wir schon geholt, ansonsten Pech. Wo sind sie denn? Wir müssen wissen, ob wir alles aufgeladen haben. Er hat 818. So Leute, ich glaube, unser Schatztruhen müsste es noch da sein. Genau, hier ist unser Schatztruhen. Oh, scheiße, ich hatte immer.
Dann müssen wir dann nochmal gegen die kämpfen. Und machen wir jetzt noch die anderen kleinen Fische kaputt, die noch übrig geblieben sind. Ach nee, Gott, das sind dieselben. Hey, geil, wie viel Fisch hat schon, können wir uns spawnen. Ah, geil, Leute. Alter, das riesen mega Fisch, Alter, ist sau stark. Jetzt kommt mit meiner Werbeattacke. Alter, Mistvieh! Ich stecke hier fest! Komm ich überhaupt noch hoch? Ja! Nein, ich bin da. Alter, sind die Viecher stark! Ey, Leute, ich habe keine genaue Taktik, die ich jetzt hier einsetzen kann. Aber ich glaube, da war auch schon letzten Part so. Mist, Leute, Mensch, das will ich noch weiterbringen. Verdammt, wie macht man das jetzt? Also wieder das Vieh hier. Wenn ihr hochkommt, Leute. So. Weißt du was, Leute? Wir gehen einfach weiter und lassen manche anderen Schatztun einfach hier. Ein, aber ich glaube, ich glaube nicht dorthin. Nein! Achso, okay, okay. Ja, Leute, ein geiler neuer Levelanstieg! Scheiße! Mistviech, kommt, Leute! Fluchtmodus! Na, wo gibt's denn den Fluchtmodus, Alter? Wo ist Mistviech? Hat es erwischt? Was, Leute, wir hauen schnell ab hier. Scheiße. Warum das große Vieh morgen hinterher kommt hier? Scheiße, nur noch hier was übrig. Fiora! Dann sind wir wieder down! Warum sind wir... Oh ja, ich bin ja tot gegangen. Oh, meine Fresse! Oh Mann! Wir kommen eigentlich hier im Fluchtmodus. Kommt, Leute! Hauen ab! Ja, Leute, ich bin mit Absicht hier abgehauen, weil, Leute, wir müssen mich nicht alle Viecher killen und lassen uns auch manche Viecher hier da, wo sie sind. Wir öffnen bis noch hier einige Schatztruhen. Weil mir das ist einfach manchmal wirklich zu viel verlangt. Ich hasse solche Viecher. Solche Giftechsen. So, jetzt sind wir hier in irgendeiner Ecke, achso. Da geht's noch nicht rein und irgendwas kaputt machen, aber... Weil der ist ja auch für mich blind, deswegen bitte seid nicht böse, wenn das jetzt mal nicht so schön aussieht. Jetzt sind wir hier in einer neuen Terra-Feuhöhle. Teil oder einen neuen Teil. Da müssen wir aufpassen, also das ist echt gespawnt hier. Unten, da darf man nicht langsam. Ja, und wir sind jetzt in diesem Kristall, glaube ich, wo man den auch alles holt. Ja, Leute, wir haben einen neuen Level-Einstieg. Ja, wir sind draußen! Oho. Geil, Leute! Wo sind wir jetzt hier? What the fuck, wie geil sieht das denn aus? Okay. Scheiße, Leute. Wir sind also unten da. Okay, wir sind jetzt hier im Wasser. Ja, das hilft mir auch sehr, sehr viel. Denn unser Ziel war eigentlich woanders, aber Scheibenkleister. Wir haben es verfehlt. Okay, das heißt, wir müssen wohl nochmal in die Terra-Höhle. Mist. Warte mal. Kann ich mal in die Kamera gucken? Wartet mal, Leute. Ja, gut, okay, wir haben es Nacht, aber ich möchte gerne in die Terra-Höhle. Ich möchte gerne wieder aus dem Wasser hier kommen, das muss doch gehen.
Ey, das wäre scheiße. Wo ist hier ein Endpunkt? Ah, okay. Ah, okay, ich weiß, wo wir sind. Jetzt sind wir ganz am Anfang unten am Strand. Ja, okay. Nein, das will ich nicht. Also ich finde, ihr habt bis jetzt sogar schon Xenoblade Chronicles hat wirklich Daumen nach oben verdient. Also Leute, wenn ihr einen Daumen nach oben machen würdet, würde mich sehr freuen. Aber ich sehe es gerade nicht. Ach jetzt, okay. Wo wir sind. Ah, okay. Aber hier hoch kommen wir nicht, ne? Ist ja alles schön und gut, ich kann nicht so schwimmen. Aber Leute, das will ich euch nicht ganz zeigen. Aber warum ist der Tobi auch so blöd und springt runter? Naja. Dann kann man da nichts mehr ändern. Wir sind gleich wieder am Strand hier. Und müssen das ganze selbe Theater nochmal machen. Und wieder zur Theaterhölle, wie auch immer, zu gehen. Ich weiß nicht, ob wir das Monster angreifen. Vielleicht gehen wir da down. Wir greifen es einfach mal an. Vielleicht kommen wir wieder zurück, wie gewohnt. Ja, okay. Los geht's. Fighting hier. Fight. Yes, wir haben gewonnen. Schatztruhe. Uncool. Leute, Alter, wir sind übelst stark schon geworden. Das bedeutet, wir können übelst viele jetzt schon killen. Aber das eine Giftmonster weiß ich immer noch nicht. Also wenn ihr das Giftmonster schon gekillt habt und mir einen guten Tipp verrat habt, dann bitte sendet mir ihn. Dann das wäre sehr gut, weil ich bin ja wirklich ist nicht so der Ultra-Profi, aber ich versuche euch trotzdem und für euch trotzdem das zu explain. Also in dieser Part wird wohl 22 Minuten gehen. Okay, down. Ja, das ist das Lochschwimm, die Lochschwimmhaut. Yeah. So. Und oben, unsere Leistung steigt auch extrem. Da freue ich mich sehr. Wir müssen wieder hier hoch. Wie gesagt, dort wo wir sonst immer waren. Dasselbe nochmal. Also denselben Weg nochmal. Ja Leute, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich mache hier einen kurzen Cut. Oh, warte mal, ich gebe sonst so diesem Ding hier vor. Genau, ich mache einen kurzen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich schon oben bin, oder bin an derselben Stelle wie vor uns. Okay, bis gleich. Ja Leute, hi und herzlich willkommen wieder zurück nach dem Cut. Eigentlich wollten wir uns ja wieder oben treffen, aber ich habe gerade nochmal vorne die Anfrage von den, also Missionsanfrage von diesen Soldaten angenommen, deswegen wir sollen diese Viecher killen und das machen wir einfach erstmal. Okay, noch ein Vieh. Okay, Leute, die haben wir gekillt. Eigentlich müssten wir jetzt diesen Auftrag erfüllt haben. Ansonsten... Ach, ich führe einfach jetzt einfach nochmal mit. Durch die Höhle. Oder wisst ihr was? Ja, komm, wir fahren. Es geht einfach nochmal durch die Höhle. Den Bock auf die Raupe, diesen richtig scheiße. Und die, aber die kann man siegen, die kann man killen, das ist kein Problem. Okay,
Alter, kommt noch ein Vieh. Angriffsketten einsetzen, okay. Eine Angriffskette erlaubt dir, Techniken aller drei Mitglieder aneinander zu drehen. Sobald eine Angriffskette geschaltet wird, sind automatisch alle Techniken voll aufgeladen. Ah, versteht sich. Also Rückschlag, Knochenrechnung und Wuchtschlag. Der Einsatz von gleich... Gut. Okay, die sag mal endlich, du nicht viel. Ich bin alleine. Okay, Leute, ich gehe einfach voran. Und wir sind alle wieder da. So, lass uns aber erstmal warten. Und auffüllen wir die ganze KP hier. Ja, die haben es nicht gekillt, aber was soll's. Wir gehen einfach hier alles dabei durch. Sobald mal alles aufgeht. Ist aufgefüllt. So, da kommen Leute. Hier unten können wir lassen, die Items. Die sind unten so wichtig. Das nehmen wir einfach mal mit. So, das nehmen wir auch mal mit. Die Schatzhöhle kann man einfach nur liegen lassen. Also haben wir mal eins drin, die man eigentlich gebrauchen könnte, aber... So, jetzt sind wir hier. Hier vor uns. Das war jetzt nicht so schwer, das haben wir einfach mal mitgemacht. Oh, machen wir mal mit. Hier aufpassen, hier darf man nicht. Der liegt natürlich schon da. Okay, das ist bei uns wieder. Und jetzt sind wir wieder hier draußen am Tageslicht. Oder im Tageslicht. Ja, Leute. Oh, ich hab dich falsch schon wieder gerunter. So, Leute, aber jetzt gucken wir erstmal vorher um uns. Hier geht jetzt der Weg runter. Und hier haben wir den ganzen Salat. Aha. Okay. Da sind wir. Danke für die Hilfe, Schurk. Dann will ich... Also, okay, Leute, so. It's full of ether cylinders. Hey, why do we have to come all the way here to get them? Isn't there an ether cylinder fueling station in the colony? Well, refining the ether takes a long time down there. And sometimes cylinderization fails. And there are so many cylinders here for us already. It's more reliable than making them ourselves. Right. And Colony 9's anti-air batteries and mobile artillery are standardized for these cylinders, so they can be used straight away. I see. You know, this place is in good condition considering it's ancient. It might be that there's some form of technology being used to preserve it. It's just a shame we don't understand its secret. Shulk? But I'll solve it one day and show you. If it's just technology that someone created in the past, it's not incomprehensible. We'll come to understand it one day. Okay. Don't go trying too hard. We can come and get ether cylinders whenever we need them. Besides, it's a good place for Defense Force training. Yeah, so good that you didn't even want to come here without Shulk to back you up. Anyway, did you collect the cylinders? Yep, all done. Thanks. Just come by yourself from now on. Shh, be quiet. Okay, jetzt passiert bestimmt so was Geiles. What the fuck, Leute? Das ist Mecca? Ich weiß es nicht. Okay, let's fight, Alter. What the fuck, was ist das für ein Viecher? Gegen einen Visieren. Drücke L oder R, um einen von einem visierten Gegner zum nächsten zu wechseln. Gut. Okay.
Die sind sau stark bestimmt. Pass auf, die müssen wir aber killen. Einer ist, glaube ich, schon down. Nee, der ist noch nicht down. Alter, die gehen nicht down. Ich muss aber diese Kerne zerstören, Leute. Die Kerne. Verdammt. Scheiße, einer ist schon tot. Von uns. Scheiße, alle beide sind tot. Ah, hast du nicht aufgeladen. Komm, ich will diese seitliche Attacke. Ja. Nein. Leute, wir haben verdauen, wir haben verloren. What the fuck? Das kenne ich. Ey, das gibt's nicht. Ho, ey, wie gewinne ich gegen diese Viecher? Dann müssen wir das Ganze wunderbar machen. Da helfen nicht die Amon. Okay, geht der ganze Fight nochmal los. Ich sofort erstmal diesen Dreher. Mann, stirb, du Mistvieh. Ja, Gott sei Dank, gesteigert. Mich hat es nicht mehr. Ja, Angriffskette. Los. Das zeigt Blutungen. Okay. Ich glaube, wenn oben die Anzeige auch voll ist, dann kann man auch noch... Alter, was sind das für starke Viecher? Also, wir haben einen aber gekillt! Nein, wir haben aber einen gekillt! Oh, das ist sau schwer! Angriffskette hat uns vielleicht geholfen, aber gut, ich muss ein paar doch länger drehen. Weiß nicht böse sein. Also müssen wir doch das schaffen, Leute. Dann das will ich noch diesen paar versuchen zu schaffen, Alter. Kill diesen Mistvieh, kill diesen Mistvieh. Ich schieße glaube unbewusst ein, oder? Okay, gut, Angriffskette. So, ich setze diese Attacke ein. Die bringt sehr viel. Wir heilen erstmal die KP eines Gefährten, oder? Ne, kein Fleisch an. So, zack, Hauptsache einer tot. Geil, Alter, noch einmal. Scheiße, das war jetzt unsinnig. Das war jetzt Mist. Oh, Leute, ich hätte wieder angreifen müssen. Das ist der Ende, wäre das ist nicht tot, ja. Hä, ist es bloß noch einer? Du wirst es nicht schaffen. Hau ab, Alter.
Los, komm! Ja, Treasure! Haben wir es geschafft? Bitte? Ja, Leute, wir haben es geschafft! Yeah! Something left by the civilization that built this vehicle. They didn't seem like Mekon to me. But why did they only show up now? I don't know. But they were probably built to protect this place. They might have been activated in response to something. But I don't think that something could have been us. Please, let's go back. I don't want to be here anymore. Me neither. And we've already got the ether cylinders. Okay, wir haben die Aether-Zylinder und wir sind draußen. Huh? What's going on? Listen, what is that? That sound. Okay, Leute. What the fuck? In the sky. Ah, okay. Halt durch die Ätherkristalle. Alter Scheiße, müssen wir sie... Ach du Scheiße! Ja, der macht schon mal auf einen richtigen Downfall. Ja, Leute. Spielt mit Fortschritt sprechen, natürlich. Yeah. Oh. Ja, okay. Yeah. Wir haben das Kapitel beendet. Ja, Leute. Ja, und... Und wir machen natürlich jetzt trotzdem noch weiter. Ich nehme doch 30 Minuten auf. Ich werde euch einfach noch diesen Intro zeigen. Ich kenne sie nicht. Hey, deswegen ist scheiße. It sounds different. Yeah, isn't this silent too? It can't be. The Mekon. One large Mekon. 10 carriers. And an unknown number of units emerging from the carriers. You idiots. Why didn't you see this lot until they were right on top of us? But sir, with all the Mekon and all them, what is that? Wurde ein ganzer Mekon-Schwarm, weil so wie ich das jetzt sehe, ist hier dieser große Riese da. Ja. Weil die Wolke, die da hinten zeigt, mir nämlich nicht sehr gutes an. Hm, bis jetzt. Okay, Leute. Ich muss aber jetzt gleich den Part eigentlich beendet haben. Deswegen schauen wir jetzt bloß noch das Intro an und dann fighten können wir nicht mehr. Ja, er ist immer noch verletzt. Mist. Ja, Leute, ich hoffe, wir können erstmal speichern. Ja, können wir. So, wir gehen sprechen jetzt auch was nochmal. So. Ja, Xenoblade Chronicles, ja, hier.
So. Okay, Leute, so, dann sehen wir uns beim nächsten Part und ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Bis dann, Leute, beim nächsten Part. Ciao.